Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, der Mikrogenossenschaft Ostschweiz und Leica Geosystems. 6 Studierendenteams werden gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2023. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule sind Sie als die Besten nominiert. Sie haben mit Ihren Arbeiten für Schweizer Unternehmen überzeugt und buhlen jetzt um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die Spitex St. Gallen versorgt von 3 Standorten in der Stadt St. Gallen aus ihre Klientinnen und Klienten. Die Spitex bietet Pflege und medizinische Behandlungen im vertrauten Umfeld zu Hause. Die Spitex St. Gallen wird sich im Arbeitsmarkt mit einem attraktiven Arbeitszeitmodell positionieren. Ein Studierendenteam von der Ost hat für die Spitex neue Ansätze entwickelt. Die grösste Herausforderung für uns als Projektteam war zum Bedürfnis der Mitarbeitenden auf der einen Seite, sowie aber auch von der Spitex St. Gallen zum Vereinen, gleichzeitig aber auch der Patientenbedarf und die Abdeckung vollständig zu gewährleisten. Die Studierenden haben mehrere Mitarbeitende bei der täglichen Arbeit begleitet und sich so persönlich ein Bild vom Arbeitsalltag und der Bedürfnissen gemacht. Am allerspannendsten habe ich gefunden, um den Einblick zu bekommen mit den Fachkräften selber und auch in der Disposition, also um wirklich dort mal einen halben Tag mitgehen. So hat man auch wirklich einen Einblick, wie läuft das tägliche Geschäft ab. Gerade für mich, ich bin branchenfremd in der Gesundheitsbranche, hat mir sehr fest geholfen. Das Projektteam hat mit seinem Vorgehen aufgezeigt, wie Unternehmen die Grundlagen für ein neues Arbeitszeitmodell aufarbeiten können. Die Studierenden sind von einem allgemeingültigen Punkt wie gestartet und haben festgestellt für sich, dass flexible Arbeitszeitmodelle zwar gerade sehr allgemeingültig diskutiert werden, aber um Lösungen tatsächlich generieren zu können, wir doch sehr unternehmensspezifisch hineinschauen müssen, um gute Lösungen zu erarbeiten. Ein Patentrezept für flexible Arbeitszeiten gibt es also nicht. Die Studierenden haben eine maßgeschneiderte Lösung für die Spitex entwickelt. Besonders ist, dass wir eine ganzheitliche Lösung ausgearbeitet haben, nämlich unser Arbeitszeitmodell Spitex FlexiCare, wo aber inhaltlich einen ganzen Massnahmenplan beinhaltet mit Schritt für Schritt Vorgehensweisen, die auch realitätsnah umgesetzt werden können. Die Massnahmen zielen auf die Optimierung der Dienstpläne. Mit mehr Mitspracherecht, besserer Planbarkeit und kürzerer Pause für mehr Ferien sollen die Arbeitszeiten attraktiver werden. Die Auftraggeber schätzen die hohe Praxistauglichkeit des Projekts. Also Projektarbeit hat für uns einen hohen Wert. Und vielleicht an dieser Stelle wirklich ein Kompliment an das Projektteam, das hervorragende Arbeit geleistet hat. Auf der einen Seite bieten sie uns mit dem Arbeitszeitmodell, mit dem neuen Ansatz. Auf der anderen Seite hat es aber auch Impulse gegeben für die ganze Unternehmenskultur und sogar für betriebliche Abläufe. Die Spitex prüft jetzt die Umsetzung von verschiedenen Massnahmen aus dem Projekt. Und das Team von der Ost ist mit seiner Praxisarbeit für den WTT Young Leader Award 2023 in der Kategorie Managementkonzeption nominiert. Der Gewinn wird zuerst einmal eine riesige Wertschätzung für unsere Arbeit und für unser Team bedeuten. Und uns freut es natürlich auch, um einen Mehrwert geschaffen haben für die Spitex St. Gallen und das auf diesem Weg dürfen zelebrieren miteinander. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2023? Die Preisverleihung ist am 30. Oktober in der Tonhalle St. Gallen. Mit einem Award-Referat von den Unternehmern Alain Frey und Tobias Reichmuth. Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, der St. Galler Stadtwerk, Jumbo Kommunikation und Scandola.